Mit diesen starken Kindern war ich in mehreren Fernsehsendungen zu Gast. Die Bahnfahrten, Flugreisen und Hotelübernachtungen waren für sie dabei eigentlich immer das spannendste Erlebnis. Was ich sonst noch mit ihnen erlebt habe, das erfahrt ihr heute aus meiner Autobiografie. Eine neue Kindergeneration zog in meine Musikwelt ein, geprägt von der Popmusik, die immer früher und stärker auch in die Kinderzimmer eindrang. Zum Glück blieben viele Kinder trotzdem offen für verschiedene Stile, Melodien und emotionale Botschaften. Der Titelsong »Starke Kinder« im Stil von Motown Pop war das Signal für unseren Aufbruch in eine neue Ära. Mit dem rockigen Song »Wir sind Kinder«, der Stoff, aus dem die Zukunft ist, hatte ich bereits 1982 erste Anzeichen für diesen Weg gegeben und ihn 1983 mit »Die Traumautomaten« fortgesetzt. Nun gab es aber mit »Die Kinder des Rock'n'Roll« unüberhörbare Zeichen, wohin die Reise mit den größeren Kindern gehen würde. Dabei eine gute Balance zu finden, war die Herausforderung, denn meine jugendlichen Mitwirkenden mussten den Weg bei Balladen und verträumten Liedern mitgehen. Ich schrieb für sie das Lied »So wie du bist« und sie sangen nicht weniger überzeugend als bei den Popsongs die Balladen »Manchmal wär ich gerne wieder klein«, das hat Marieke gesungen, und »Ich glaub, ich hab dich lieb« von Anuschka. Sie konnten sich in Quatschlieder wie Rürxenglünks ebenso einfühlen wie in die Hymne »Kleine Europäer«, die mich schon bald auf ein neues Feld führte. Es war 1989, die Grenze nach Osten öffnete sich und das sich wandelnde Europa wurde für mich ein großes Wirkungsfeld der nächsten Jahre. Starken Kinder blieben mein Thema, nicht zuletzt bei vielen Bühnenkonzerten unter diesem Titel und bei meinen Kinderfunksendungen im NDR. Für die kleineren Kinder entstanden in diesen Jahren vor allem jahreszeitliche Lieder, die mich schließlich 1992 zu dem Album »Die Jahresuhr« führten. Ich hatte als freier Mitarbeiter eine offene Tür beim NDR Kinderfunk vorgefunden und in meinen Mikado-Sendungen Tipps gegeben, wie man den jeweils kommenden Monat mit allen Sinnen erleben und aktiv ausgestalten könnte. Zur Einstimmung spielte ich jeweils den Kalendersong der Popgruppe Boney M. Eines Tages kam mir dabei der Gedanke, dass es doch schöner wäre, wenn wir so eine Reise durch den Jahreskalender auf Deutsch einsingen könnten. Das Lied »Die Jahresuhr« war schnell geschrieben. Die Wiederholung der jeweils 4 Monate eines Dritteljahres machte den Kindern viel Spaß, ließ sie das Lied und damit die Monate in ihrer Reihenfolge schnell lernen und machte es über die Jahre zu einem meiner Klassiker. Es gibt noch viel zu lesen, wenn ihr wollt, in diesem Buch, das ihr gerne bestellen könnt. Ich schreibe euch auch eine Widmung rein. Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück. Du brauchst ein Lied, das dich begleitet und ein Herz, das für dich schlägt.